Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute finde ich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Es geht nämlich um Employer Branding und auch Personalmarketing und Recruiting im Gesundheitsbereich. Und zwar habe ich zwei Gäste heute dabei, die schon seit vielen Jahren bei Helios, bei den Helios Kliniken arbeiten. Das ist einmal die Susanne Auracher, die ist dort verantwortlich für die Themen Branding und Design. Hallo Susanne. Hallo Gero. Und dann haben wir den Alexander Schröder, der ist Head of Recruiting und Employee Development bei den Helios Kliniken. Hallo Alexander. Hi Gero, grüß dich. Schön, dass wir da sein können. Ja, freut mich auch total. Das ist ein Thema, was ich schon lange im Podcast mal aufgreifen wollte. Heute ist endlich der Tag gekommen. Das ist schön. Vielleicht, bevor wir inhaltlich einsteigen in das, was ihr im Employer Branding macht und auch in eurer Kampagne Echtes Leben und was die Herausforderungen beim Recruiting sind, vielleicht einmal: Wer ist Helios eigentlich als Unternehmen? Ich kann mir vorstellen, dass jeder Mensch, der im Gesundheitsbereich tätig ist, euch auf dem Schirm hat. Aber ich glaube, dass viele andere, die da nicht so viele Berührungspunkte haben, denken, okay, der Hesse spricht da jetzt mit so einem Krankenhaus. Aber weit gefehlt. Vielleicht stellt ihr einmal kurz vor, wie groß Helios als Klinikverbund eigentlich ist und was sozusagen den Reiz dieser Aufgaben bei Helios dann auch entsprechend ausmacht. Ja, das ist ganz witzig, Gero, weil ich selbst wusste auch nicht, wer Helios ist oder was Helios ist, bevor ich mich dort beworben habe, weil ich auch aus einer anderen Branche komme. Für alle, die Helios noch nicht kennen, Helios ist ein Gesundheitsanbieter mit ganz unterschiedlichen Geschäftsbereichen und am bekanntesten sind wir wahrscheinlich durch unsere Kliniken. Da haben wir etwa 90 Stück, die wir betreiben. Wir haben auch ziemlich viele andere medizinische Einrichtungen und in Deutschland haben wir ungefähr so rund 70.000 Mitarbeiter. Wahnsinn. Alexander, das ist sozusagen ja noch zu erweitern, ne? Wenn in Deutschland 70.000 MitarbeiterInnen sind, dann gibt es ja wahrscheinlich woanders auch noch welche. Ich habe auch eben angedeutet, ihr seid europaweit tätig. Wie viele Leute habt ihr denn insgesamt? Genau, wir haben auch noch eine Unternehmensschwester in Spanien unter anderem, das ist die Quirón Salud. Unter dem Dach der Quirón Salud laufen auch einige Kliniken in Südamerika, in Kolumbien. Insgesamt sind wir so roundabout bei Helios 120.000 Mitarbeiter. Und als Helios, vielleicht noch kurz die Einordnung, als Helios gehören wir dann auch zur Fresenius Unternehmensgruppe, die weltweit tätig ist, vielleicht ein etwas stärkerer Begriff als Helios. Und da sind es deutlich über 200.000 Mitarbeiter weltweit. Super, sehr, sehr spannend. Da sieht man aber auch direkt, welche Rolle Helios bei Fresenius spielt. Das wollen wir aber hier jetzt nicht vertiefen. Wir wollen ja insbesondere über Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting reden. Und Susanne, da habt ihr einiges gemacht in letzter Zeit. Vielleicht bevor wir auf die einzelnen Schritte kommen, vielleicht mal in wenigen Worten zusammengefasst. Wofür steht denn eigentlich Helios als Arbeitgeber? Ja, diese Frage zu beantworten ist tatsächlich nicht ganz einfach, denn ich glaube, wie man schon raushört, sind wir ein sehr heterogenes Unternehmen. Das bedeutet, wir haben ganz unterschiedliche Geschäftsbereiche zum einen, dann haben wir aber auch die einzelnen Einrichtungen, beispielsweise die Kliniken. Und deshalb ist es insgesamt schwer, so Allgemeinplätze zu vertreten, also die jetzt wirklich für alle gelten. Das kann vielleicht aber auch kein Unternehmen dieser Welt. Was uns so ein Stück weit eint, sind so ein paar Themen. Das ist zum einen das Thema Geschwindigkeit. Also wir können Dinge sehr, sehr schnell umsetzen. Wir haben auch einen sehr, sehr starken Umsetzungswillen und ja, flache Hierarchien. Das heißt, bei uns muss man nicht irgendwie dreimal Termine im Vorzimmer vereinbaren, bis man mal mit einem Entscheider sprechen kann, sondern man kommt eigentlich sehr, sehr schnell ins Gespräch mit den Leuten, die am Ende dann auch Entscheidungen treffen können. Was die Helios
ja, sag ich mal, Botschaften angeht, die wir guten Gewissens von uns auch in den Arbeitsmarkt hinaus transportieren können. Da haben wir ja einen sehr, sehr ausführlichen und ausgiebigen Prozess dafür gehabt. Wie habt ihr euch diesem Thema genähert und was war der Auslöser dafür? Welche Ziele wolltet ihr eigentlich damit erreichen? Susi hat es gerade eigentlich schon sehr schön auf den Punkt gebracht. Ne? Wir sind halt als Helios-Kliniken mit 90 Standorten, über 90 Standorten, keine homogene, gleichgeschaltete Masse, die komplett top-down geführt wird, sondern wir sind sehr stark dezentral organisiert. Und entsprechend waren wir in der Vergangenheit auch sehr, sehr eigenverantwortlich in den Kliniken mit unseren Arbeitgeberbotschaften unterwegs, die sich durchaus inhaltlich auch mal gegenüberstanden und kein einheitliches Bild dessen wiedergegeben haben, wofür Helios eigentlich als Arbeitgeber steht. Wenn wir uns ein Stück weit die Fachkräftesituation im Gesundheitsmarkt anschauen, dann sehen wir, dass es in der gesamten Gesundheitsbranche sehr viel Struktur gibt, sehr viele Kliniken gibt und die Fachkräfte in diesen Strukturen stark verankert sind und es unter anderem auch von außen, von den Gesetzgebern immer wieder Initiativen gibt, um Personal innerhalb der Strukturen auch zu stärken, was einen erhöhten Bedarf an Fachkräften einfach mit sich bringt. Und vor dieser Herausforderung oder vor dieser Gesamtsituation standen wir halt auch so in den Jahren 2018, 2019, dass wir einerseits noch keine einheitliche Arbeitgeberpositionierung für uns gefunden haben, uns zu dem Zeitpunkt auch noch nicht kommunikativ so stark damit auseinandergesetzt haben, wofür wollen wir eigentlich als Arbeitgeber stehen, und gleichzeitig gesehen haben, okay, War for Talents wird auch im Gesundheitsbereich immer härter. Wir haben viele Mitwettbewerber, die auch um die Fachkräfte buhlen, sodass wir darauf Antworten finden mussten. Damals haben wir einen Strategieprozess eingeleitet, wo am Anfang tatsächlich die Frage steht, wer ist Helios als Arbeitgeber, wofür stehen wir? Und diese Antwort auf diese Frage sollte uns dabei helfen, auch besser zu rekrutieren, klarer in unseren Aussagen zu sein, und einfach auch die Vorteile, und zwar die vielen Vorteile, die wir als Arbeitgeber mit in den Markt bringen, auch besser an die Zielgruppen adressieren zu können. Das sind ja ganz verschiedene Facetten. Wahrscheinlich ist sozusagen die Herausforderung ja einmal nach intern gerichtet, also sozusagen besseres Verständnis zu erzeugen. Und dann aber auch natürlich nach extern. Und die meisten Menschen denken ja beim Employer Branding, wenn die sich überhaupt damit auseinandersetzen, erstmal immer nur an Kampagnen, an das, was nach außen geht. Aber wie wichtig ist aus eurer Sicht so ein intern möglichst gleiches Verständnis? Wofür stehen wir? Was sind unsere Werte? Was ist auch vielleicht unsere Arbeitgeberpositionierung? Selbst wenn man dieses Wort ja so in der internen Kommunikation dann eher nicht verwendet. Wie wichtig ist das aus eurer Sicht? Naja, das ist wahrscheinlich schon das Wichtigste erstmal. Ne? Also so schicke Bildchen und Kampagnen kann im Grunde ja, also kann man ja relativ leicht umsetzen. Aber was zu finden, was wirklich zu einem passt und was am Markt dann auch den Impact erzeugt, den man gerne hätte, das ist nicht so einfach. Ne? Und dann vor allem auch, ich sag mal, ich kann jetzt ein Plakat aufhängen und kann da irgendwas draufschreiben, was vielleicht den Leuten nachher gefallen könnte. Und dann bewerben die sich bei mir, kommen dann an und erleben aber eine völlig andere Realität. Und das ist natürlich so ein Stück weit der Worst Case. Ne? Da hat man am Ende dieser ganzen Kette nur ein paar Menschen enttäuscht und die Mitarbeiter springen oder die neuen Mitarbeiter springen halt schneller wieder ab, als sie gekommen sind. Ne? Also auch so eine Authentizität dann in den Botschaften, die dann dazu führen soll auch, dass diejenigen, die neu reinkommen, lange bleiben, langfristig im Unternehmen bleiben und vor allem aber auch, dass diejenigen, die schon im Unternehmen sind, nicht das Gefühl haben, was schreiben die denn da jetzt hin, das stimmt ja gar nicht. Ne? Also auch so diese interne Brille eben da nicht zu Enttäuschungen führen zu wollen. Ne? Dabei ist ja absolut zentral, relevante Stakeholder mit einzubinden und in der Regel ist das natürlich die Geschäftsleitung, die irgendwie da drauf gucken soll, aber wenn man es sozusagen so machen will, dass hinterher möglichst viele auch dahinter stehen, dann bindet man eigentlich die MitarbeiterInnen auch mit ein. Wie ist da bei euch der Prozess gelaufen zur Genese der Arbeitgeberpositionierung?
Ja, genau so. Also diese beiden Perspektiven haben wir sehr, sehr intensiv mit einbezogen. Also zuerst haben wir mal angeguckt, ne, was haben wir denn bisher überhaupt alles gemacht im Bereich Arbeitgeberkommunikation, Personalmarketing und was macht eigentlich unsere Konkurrenz? Ne? Also wie positionieren sich andere Unternehmen im Klinikwesen, im Gesundheitswesen in Deutschland und wo gibt es möglicherweise Ansätze, sich da auch davon abzugrenzen. Ne? Dann eben zu gucken, was haben wir selbst gemacht. Wir waren sehr unterschiedlich unterwegs auf dem Arbeitsmarkt durch diese Autonomie der einzelnen Standorte, Regionen und Kliniken beispielsweise. Die haben sehr, sehr schöne und tolle Aktionen gemacht, aber insgesamt hat es halt nicht so richtig zusammengepasst. Und im nächsten Schritt war dann für uns wichtig, natürlich die Perspektive des Managements zu erfahren, also der Geschäftsführung, aber eben auch die Perspektive der Mitarbeiter. Die Managementperspektive haben wir in Form von Interviews eingefangen zu Strategiethemen, die das Unternehmen im Allgemeinen betrifft, um hier auch herauszufinden, was für einen Typ von Mitarbeiter brauchen wir eigentlich, um Helios, sagen wir jetzt auch in dem ursprünglichen Geschäftsbereich nach vorne zu bringen und in die Richtung dann zu bewegen, die sinnvoll ist für das Unternehmen. Und zum anderen eben in dem strategischen Bereich als Arbeitgeber. Also wo sehen wir Stärken, Schwächen? Wo sind wir unter Umständen bereit, das Unternehmen weiter zu bewegen? Und wo geht die Reise hin als Arbeitgeber im Allgemeinen? Und dasselbe haben wir im Grunde dann mit den Mitarbeitern auch gemacht. Ne? Also wir haben große Veranstaltungen damals initiiert mit insgesamt über 600 Mitarbeitern dann im Prozess, wo wir von unseren Mitarbeitern natürlich erfahren wollten, was macht uns aus, was sind unsere Stärken, wo haben wir möglicherweise noch Themen, wo wir besser werden müssen als Arbeitgeber und haben dann aus diesen beiden Perspektiven quasi eine Positionierung gestrickt. Ich werde da immer wieder gefragt, und ich nehme jetzt einfach mal die Rolle des fragenden Externen ein, braucht man für sowas eigentlich externe Unterstützung? Ja, ich nehme das mal vorweg, wir durften als Territory euch dabei begleiten, aber die Frage kommt üblicherweise immer, weil man kennt sich selbst ja eigentlich am allerbesten, warum kann es trotzdem sinnvoll sein, eine externe Begleitung dabei mit ranzuholen, aus eurer Sicht? Also aus meiner Perspektive, Susi, gerne in Ergänzung dann dazu. Natürlich haben wir als diejenigen, die in diesem Unternehmen auch lange arbeiten, natürlich auch den besten Insight-Blick auf das Unternehmen. Dennoch entstehen, glaube ich, über die Zeit auch einfach blinde Flecken. Dinge, die man nicht mehr sehen möchte, Dinge, die man vielleicht auch sich nicht mehr traut zu hinterfragen, weil man einfach das Unternehmen gelernt hat. Ne? Und es relativ aufwendig ist, diese blinden Flecken auch wieder aktiv zu verlernen. Und da hilft es immer, den Blick von außen zu haben und Partner mit am Tisch zu haben, die keine Angst davor haben, genau diese kritischen Fragen einfach mal zu stellen, um vielleicht auch wieder Prozesse oder ja, Dinge, die einfach über die Zeit entstanden sind, auch wieder aufzubrechen, zu hinterfragen, um tatsächlich Neues entstehen zu lassen. Und ich glaube, da ist ein ganz großer Wert drin, Menschen mit am Tisch zu haben, die sozusagen nicht die gesamte Historie des Unternehmens schon kennen und ganz genau wissen, was darf man, was darf man nicht, sondern die vielleicht es soll nicht despektierlich gemeint sein, aber mit einem gewissen naiven Engagement dann genau in die kritischen Punkte reingehen und vielleicht auch dort reingehen, wo es ein bisschen weh tut. Absolut. Ja, also ich kann das noch um eine ganz persönliche Perspektive auch ergänzen. Ne? Also es ist so, ich selber bin ja auch Mitarbeiterin bei Helios, ja, genauso wie Alex ja auch und wir haben ja gehört vorhin auch schon 70.000 andere. Und ich wurde damals, das ist jetzt 6 Jahre her, in meinem Vorstellungsgespräch gefragt, haben Sie denn kein Problem mit dem grünen Haar? Und ich sagte,
warum? Ja? Die ganzen Vorurteile, die teilweise am Markt ja auch kursieren, waren mir gar nicht bekannt zu dem Zeitpunkt, weil ich Helios ja eben, wie gesagt, andere Branche, ich kannte Helios nicht. Ne? Und so war ich dann da unterwegs in diesem Unternehmen und kann heute oder auch schon zwischendrin konnte ich sehr, sehr genau sagen, was Helios für mich ist. Ne? Also welche Möglichkeiten ich hatte in diesem Unternehmen, welche Gestaltungsfreiheiten ich hatte, wie viel Vertrauen ich genossen habe für die Dinge, die ich umgesetzt habe, welche Karriereschritte ich jetzt auch bis heute gehen konnte. Also ich weiß für mich persönlich sehr, sehr wohl zu schätzen, was dieses Unternehmen mir an Möglichkeiten gegeben hat. Ja. Und für mich war einfach die Frage, wie ist es eigentlich mit den anderen? Ne? Es gibt ja noch 69.999 andere Leute da draußen. Was ist es für die? Und ich wollte natürlich nicht meine Brille da draufsetzen, ne, und drüberlegen. Und deshalb war für mich dieser unabhängige oder objektive Ansatz und Blick von außen ganz, ganz zentral. Ja, absolut. Ich kann das gut nachvollziehen und kann auch verraten. Wir haben bei Territory gerade selbst einen Branding-Prozess durchlaufen und machen ja sowas für Kunden, haben uns dafür allerdings dann auch jemand extern mit an den Start geholt, der halt eben genau auch einen anderen Blick hat. Aber weg von diesen Betrachtungen hin zu den Herausforderungen bei euch. Also ich finde das sehr bemerkenswert, weil ich spreche oft mit Unternehmen, die sagen dann, ja, wir haben dezentrale Strukturen, große Herausforderungen, da müssen drei Business Lines sozusagen hinter einer EVP stehen. Das ist bei euch, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Zumindest stelle ich mir das von außen so vor. Ihr habt wie viele Kliniken? 60 habe ich mir eben gemerkt. Vielleicht ist die Zahl aber auch falsch. In dem Verbund. Und ich 90. Vermute 90. Und ich vermute ja, dass jede Klinik schon sehr stark auch so ihr Eigenleben hat. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung, so eine übergeordnetes Verständnis herzustellen. Ihr habt, das habt ihr eben schon geschildert, die MitarbeiterInnen sehr stark mit eingebunden. Wie war das denn dann beim Rollout der Kampagne? Und vor allen Dingen, wie ist jetzt heute eigentlich das Feedback? Es wird vermutlich bei 90 Kliniken auch immer noch das ein oder andere gallische Dorf geben. Das ist ganz, ganz normal. Jeder, der irgendwie auf einer Zentralfunktion Employer Branding macht, der erlebt sowas in seiner Organisation. Aber wie ist der Status quo jetzt? Seid ihr zufrieden mit dem bislang Erreichten? Wo steht ihr heute? Also ja, es ist genau die Herausforderung. Matrix-Organisation, hohe dezentrale Verantwortung bei den Kliniken. Jeder möchte seine lokale Perspektive natürlich sowohl in EVP als auch dann in der kreativen Ausleitung der Kampagne vertreten müssen. Ich glaube, das, was uns extrem gut gelungen ist, durch Mithilfe des partizipativen Ansatzes bei der Definition der EVP, ja, eine Punktlandung an Authentizität und Wahrheit herzustellen. Wir haben es geschafft, in wenigen Sätzen das zu formulieren, wofür Helios als Arbeitgeber wirklich steht. Und wenn man das liest, und ich mache das sehr, sehr gerne, dass ich immer wieder Leuten die EVP zeige, sie da durchlesen lasse und danach frage, wie das auf die Mitarbeiter wirkt. Und also zum ganz großen Teil, ich würde fast sagen zu 100%, kriege ich die Antwort darauf, ja, genau das ist Helios, genau so ist es für Helios zu arbeiten. Das heißt, wir haben hier ein Stück Wahrheit geschaffen, wo sich die Leute einfach wiederfinden. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, um Akzeptanz für ein solches Thema zu bringen. Und dann fällt es dir auch sehr, sehr einfach, in 90 Kliniken dazu zu werben, passt auf, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das, worauf wir uns jetzt geeint haben, unter Einbezug der Mitarbeiter. Und das ist das, was wir als strategischen Ansatz auch benutzen wollen. Das hat sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach. Wir sehen es in der internen Kommunikation, werden die Sätze aus der EVP immer häufiger benutzt, in den unterschiedlichsten Situationen. Das kommt mittlerweile an. Was herausfordernder ist, ist dann die Übersetzung in Kreativität. Da kann Susi, glaube ich, gleich noch viel mehr Insights geben, wie die Entstehung der Kampagne war und was für Auswirkungen es hat. Aber meine Perspektive darauf ist, bei der kreativen Ausleitung der EVP
wollten wir ganz Helios-typisch einfach anders sein, als es im Markt üblich ist. Und gerade so in der Gesundheitsbranche und in der Klinikbranche ist man beim Werben um neue Kolleginnen und Kollegen, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer so ein Stück zaghaft versucht, eine Welt zu verkaufen, die vielleicht nicht echt ist, beschönigt ist, um ja niemanden irgendwo auf den Schlips zu treten und niemanden weh zu tun. An den Ansatz glauben wir nicht. Glauben wir schon seit einiger Zeit nicht mehr. Wir glauben, wir überzeugen die Leute viel mehr davon, für uns zu arbeiten, wenn das, was wir in einer Kampagne darstellen, mit dem konkurrent ist, was sie in Kliniken auch vorfinden. Und das war so ein Stück weit eine strategische Idee hinter der Kampagne Echtes Leben, mit der wir jetzt um neue Fachkräfte werben. Wir wollten ein bisschen lauter sein, wir wollten was Neues ausprobieren, wir wollten provokativer und progressiver sein in der Ansprache der Leute und auch so ein bisschen austarieren, was wir machen können und was wir nicht machen können. Jetzt ist es ja so, dass sozusagen die Kampagne Hashtag Echtes Leben, das aus meiner Sicht so erste Sichtbare ist, was auf dieser ganzen EVP-Entwicklung fußt. Da werden ja wahrscheinlich noch weitere Dinge irgendwann kommen. Und was mir daran gefällt, und ich selbst habe an dem Projekt ja gar nicht mitgearbeitet, sondern das waren Kolleginnen und Kollegen, aber ich finde das Ergebnis ganz subjektiv echt toll, weil es diese Authentizität eben weiterträgt und weil es vor allen Dingen auch mit echten MitarbeiterInnen aus euren Kliniken ja geshootet wurde. Wie ist sozusagen die Sicht bei den vorhandenen KollegInnen auf die Kampagne? Erstmal intern nur. Wie kommt das an? Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass es vor allen Dingen zu Diskussionen führt, oder? Wie ist das? Genau. Und das war ja im Grunde auch eines der Ziele, die wir verfolgt haben mit der Kampagne Echtes Leben. Ne? Also wir wollten Motive generieren und eine Ansprache generieren, die ja die Aufmerksamkeit stark ist, die uns ins Gespräch bringt, die Menschen dazu bringt, sich mal mit uns zu befassen. Ne? So auf eine gewisse humoristischen Ebene, ein bisschen provokativ auch, aber vor allem auch so diese zwei Seiten der Medaille darstellen. Ne? Also eine der Kernaussagen in unserer EVP ist ja, oder der erste Satz ist, bei Helios zu arbeiten, ist herausfordernd, aber erfüllend. Ne? Also diese zwei Seiten. Und die wollten wir in der Kampagne auch zeigen. Und dementsprechend ist auch die Reaktion, sage ich mal, intern ist da. Also wir kommen ins Gespräch mit unseren Mitarbeitern und können wunderbar, sag ich mal, interagieren mit Multiplikatoren intern, denen wir erklären können, warum wir genau diese Motive auch gewählt haben, warum wir diesen Ansatz gewählt haben und warum das der richtige für uns ist. Super. Alexander, wie ist deine Sicht darauf? Also wenn man weg vom Internen vielleicht hin zum Externen geht, weil sicherlich ist die Kampagne ja auch gedacht, um neue KollegInnen zu gewinnen. Wie ist da so die Wahrnehmung? Also, was wir jetzt sehen, ist, dass die Kampagne Schritt für Schritt an Zugkraft gewinnt, dass wir die Kampagnenziele, die einen Schwerpunkt auf Image und Reichweite hat, dass wir die Ziele mittlerweile übererreichen. Das hat ein Stück weit Anschub gebraucht. Das ist aber, glaube ich, nicht untypisch für Kampagnen. Es braucht ja auch erstmal, das Ganze muss sich im Markt auch erstmal setzen, muss wahrgenommen werden, muss verarbeitet werden. Und mittlerweile sehen wir, dass die Reichweiten und Klickraten, die wir uns erhofft haben, auch kommen und übererfüllt werden. Gleichzeitig sehen wir die Response in Social Media, auf unseren organischen Kanälen. Auch durchaus positiv, kriegen relativ viel Feedback in die Richtung mutige Kampagne, richtiger Weg, mal was anderes. Und insofern glaube ich, dass wir viele Dinge mit der Kampagne tatsächlich gerade schaffen. Das ist eine Kampagne, an der sich die Leute reiben können, wo sie nicht alle auch sofort sagen, ja, damit bin ich einverstanden. Provokative Motive, provokative Aussagen. Eine Kampagne, mit der man sich inhaltlich auch ein bisschen beschäftigen muss.
Und das schaffen wir. Die Leute wollen sich auch mit der Kampagne auseinandersetzen. Und insofern erzeugen wir ja einfach weitere Aufmerksamkeitsmomente. Die Leute befassen sich länger mit den Motiven. Man geht nicht einfach vorbei und es hinterlässt keine Wirksamkeit. Und insofern sind wir ganz glücklich, so wie es im Moment läuft. Also ich meine, was wir in der Kampagne machen, ist ja, dass wir ganz offensiv mit Klischees gegenüber bestimmten Berufsgruppen umgehen, aber auch mit Vorurteilen gegenüber Helios als Unternehmen, so gängige Vorurteile, die uns immer wieder begegnen. Und es ist aus meiner Sicht ganz natürlich, dass nicht jeder sagt Juhu. Ne? Also das ist genau die Aussage, die wir uns vorstellen, weil wir ja diese Sachen aufgreifen. Ne? Und was Alex gerade sagte, man muss sich damit beschäftigen, ist schon, also wenn ich das sehe als Betrachter, dann stelle ich mir zuallererst die Frage, meinen die das ernst? Ja? Und wenn man diese Frage für sich irgendwie mit Ja beantwortet, glaube ich, kommt man auf eine andere Route, als wenn man diesen Witz dahinter gleich versteht. Ne? Und für uns ist einfach wichtig, dass wir immer wieder die Möglichkeit kriegen zu sagen, nein, natürlich meinen wir das nicht ernst, was da zu sehen ist. Ne? Beziehungsweise wir meinen Teile davon sehr ernst und Teile davon sind einfach völlig überspitzt gerade hier dargestellt. Ne? Ja, also ich sag mal so, wenn man den Hashtag echtes Leben sieht und vielleicht im Kopf hat, dass das echte Leben auch nicht immer nur Pommes und Eis ist, ne, dann passt das alles ganz gut. Für alle, die jetzt nur zuhören und die Motive nicht kennen, die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, auf eure Karriereseite und auch auf sozusagen die Mitteilung, wo auch Corinna Glenz, eure Personalchefin, zu Wort kommt. Und da kann man nochmal genauer weitergucken. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ihr habt die EVP, ihr habt erste Kampagne geschaltet, ihr sagt, das läuft alles soweit gut an, teilweise erfüllt es die Zahlen sogar. Was sind denn so die nächsten Herausforderungen, die es in den Themenfeldern bei euch gibt? Naja, dranbleiben. ich sag mal, also die EVP, aber auch Employer Branding an sich ist ja ein fortlaufender Prozess. Ja. Es ist ja jetzt nicht damit getan, dass wir ein paar Sätze aufgeschrieben haben, uns eine Strategie zurechtgelegt haben und jetzt hier eine Kampagne ausgeleitet haben. Ne. Also es wird auch in den kommenden Monaten und Jahren natürlich darum gehen, einerseits die Kampagne als solche weiterzuentwickeln, natürlich andere Zielgruppen auch nochmal anzusprechen, vielleicht auch nochmal weiter auszudifferenzieren, die Zielgruppen, neue Motive zu entwickeln. Und dann eben ja, über die Zeit diese Kampagne auch weiterzuentwickeln und die bietet alle Möglichkeiten dazu, das zu machen, ne? Weil sie eine gewisse Flexibilität einfach auch hat. Interessant bleiben, witzig bleiben und immer wieder dieses Gespräch suchen mit der Außenwelt. Vielleicht noch eine abschließende Frage Richtung Alexander, Head of Recruiting ja unter anderem auch bei euch. Ich war gerade mal auf der Karriere-Webseite. 2706 offene Stellenangebote gibt es heute bei den Helios-Kliniken. Da wird einem ja erstmal schwummrig. Und ich glaube halt, dass ihr da ja auch regional ganz unterschiedliche Herausforderungen habt. Es wird Standorte geben, denen es leichter fällt. Es gibt andere Bereiche, wo es schwer ist. Ganz grundsätzlich reden wir hier natürlich über den Gesundheits- und Pflegebereich, der grundsätzlich einfach schwer ist. Wie ist dein Blick darauf? Also habt ihr das so halbwegs im Griff? Und was glaubst du, wenn man nach vorne guckt, Stichwort demografischer Wandel, wo sich das Ganze noch hin entwickeln wird? Es ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also ja, natürlich, wenn man 2700 offene Stellen hat, dann neigt man ein Stück weit dazu, dass allein die Zahlen so ein bisschen überfordert, aber man muss wie immer ins Detail reingehen und differenzieren. Das ist keine pauschale Aussage dazu zu tätigen. Wir haben unterschiedliche Märkte, also so ein bisschen, was passiert in der ländlichen Gegend, was passiert in den Ballungszentren. Wir können es ausdifferenzieren auf Berufsgruppen. Wir müssen uns angucken, wo haben wir ein stark kompetitives Umfeld, also wo sind zum Beispiel in Ballungsgebieten sehr viele Kliniken an einem Ort, die um viele Fachkräfte werben. Das sind alles Dinge, die du damit einfließen lassen musst. Insgesamt glaube ich, sind wir bei Helios auf einem extrem guten Weg.
weil wir es geschafft haben, die Kommunikation als Arbeitgeber zu einen und damit ja einfach im Markt besser präsent sind als Arbeitgeber, auch als potenzieller Arbeitgeber. Ich glaube, wir sind dahingehend sehr gut aufgestellt, dass wir uns nicht nur darauf verlassen, dass wir im Arbeitsmarkt viele Fachkräfte auch rekrutieren können, sondern dass wir sehr viel auch in die Ausbildung investieren, dass wir unsere Ausbildungsplätze aufgestockt haben, dass wir es in den letzten 2-3 Jahren gerade im pflegerischen Bereich geschafft haben, auch die Übernahmequoten der Auszubildenden deutlich zu erhöhen. Und dass wir auch den Blick auf das internationale Recruiting nicht aus dem Kopf verloren haben oder aus dem Blick verloren haben und auch dort tolle Programme aufgesetzt haben, die aus dem internationalen Arbeitsmarkt viele, viele tolle neue Kollegen und Kollegen ins Unternehmen holen, mit fantastischen Integrationsprogrammen, die eine ganz hohe Erfolgsquote haben. Das heißt, wir sind einfach breit aufgestellt mit unseren Maßnahmen. Wir verlassen uns nicht darauf, dass eine Kampagne sozusagen für uns die Lösung aller Dinge ist, sondern sie ist ein Puzzlestück. Die EVP ist ein Teil des Ganzen und alle Bausteine und alle Säulen unserer Aktivitäten helfen uns dabei, dass wir Schritt für Schritt unsere Stellen auch besetzt bekommen. Spannende Zeiten und spannende Herausforderungen. Liebe Susanne, lieber Alexander, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch heute hier Zeit genommen habt, um Einblicke in eure spannende Tätigkeit, in euren spannenden, euer spannendes Unternehmen zu geben. Übrigens, kleine Side Note, sind 22 Stellenangebote im Bereich Personal frei. Wer jetzt Bock auf Helios bekommen hat, der kann da ja mal reinschnuppern. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich und ja, hoffe, dass wir irgendwann vielleicht mal in der zweiten Folge drauf gucken, wie sich alles so weiterentwickelt hat. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal alles, alles Gute und sage ganz lieben Dank für diese schöne, spannende halbe Stunde. Danke, Gero. Vielen Dank, lieber Gero.